ganz kurz. Ich wollte euch nur zeigen, wie ich meine Thumbnails und meine, ja, generell meine Printouts mache für die Taufe und für die Babyparty, die ich organisiere, etc. pp. Und ich mache das alles mit dem Online-Tool Designer. Ich schreibe es euch da jetzt irgendwo hin. Und das ist super. Da kann man sich mit Facebook anmelden oder ähnliches oder mit der normalen E-Mail und hat viele Free Designs, die man nutzen kann. Damit mache ich auch meine Thumbnails. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen aufgebaut, was ich für meine Babyparty-Einladungen, also nicht meine, sondern die Babyparty-Einladungen, die ich vergebe, brauche. Und zwar einmal einen Papierschneider, die Einladungen und so einen hübschen Kanten. Warte mal. Kantenpuncher. Den habe ich für unsere Hochzeitssachen auch benutzt und den werde ich auch für die Taufsachen benutzen. Also, fangen wir an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat ein bisschen inspiriert. Ich finde die Idee ganz cool und es ist natürlich eine günstige Alternative, die trotzdem meiner Meinung nach sehr hübsch ist. Und mir gefällt's. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.